Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr habt schon im Titel gelesen, um was es gehen soll, nämlich um das Stillen. Das wurde von euch nämlich sehr, 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 sehr oft angefragt. Also ihr habt mich unter allen möglichen Videos gefragt, ob ich stille, ob es mit dem Stillen klappt. Ihr habt mich auf Instagram gefragt, ihr habt mich auf Facebook gefragt. Und ja, ich wollte sowieso ein Video darüber machen. Und das Video ist so ein bisschen, besteht so ein bisschen aus mehreren Strängen. Ich möchte zum einen natürlich über meine Stillerfahrungen sprechen. Sowohl bei Vince, also da werde ich so ein paar Vergleiche ziehen, als auch natürlich jetzt aktuell bei Svea. Aber es soll auch um die öffentliche Meinung zum Thema Stillen gehen. Denn da haben sich auch so verschiedene Lager gebildet, finde ich. Ich starte aber erstmal mit meinen Stillerfahrungen. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich mit dem Stillen auch bei Vince arge Probleme hatte. Das fing schon im Krankenhaus an. Da war es einfach so, ja, ich hatte natürlich überhaupt keinen Plan und meine Milch ist nicht sofort eingeschossen. Und ich war in einem stillfreundlichen Krankenhaus. Der Oberarzt dort ist komplett gegen Zufüttern und es war dann halt wirklich total stressig. Alle 10 Minuten kam irgendwie eine Schwester, eine Hebamme oder eine Stillberaterin bei mir ins Zimmer und wollte mir nun erklären, wie ich richtig stille. Was ja an sich lieb und nett ist, aber jeder hat mir halt irgendwas anderes erzählt. Erst sollte ich mit Stillhütchen, dann ohne Stillhütchen. Dann Massagen, irgendwelche Öle, irgendwelche Wärmepackungen. Dann sollte ich anfangen abzupumpen, weil es halt nicht richtig vorwärts ging. Und dann pumpt ihr da und dann pumpt ihr eine halbe Stunde und dann habt ihr so 3 Tropfen in der Flasche. Ist unglaublich motivierend, kann ich nur sagen. Und es war halt irgendwann total nervig. Wirklich, es kam immer irgendjemand rein und wollte mir das nun erklären. Und am Ende war es dann aber halt so, an dem Tag, wo ich mit Vince eigentlich nach Hause gehen wollte, stellten sie halt fest, er hatte ganz, ganz stark abgenommen. Er hat Durstfieber bekommen, er musste auf die Intensivstation künstlich ernährt werden, weil ich nun mal keine Milch hatte. Da war halt einfach noch nichts da. Und dann auf der Intensivstation wurde das ein bisschen lockerer gesehen. Da wurde mir dann auch MCP gegeben, damit endlich der Milcheinschuss kommt. Und ich hatte dann auch so ein bisschen Milch, weil ich habe ja immer noch gepumpt, gepumpt, gepumpt alle 2 Stunden. Und das waren aber, glaube ich, also wir haben ihn dann vor dem Stillen gewogen und danach. Und das waren vielleicht so 5 Gramm, die er an beiden Brüsten getrunken hat. Also das ist eigentlich ein Witz. Und da wurde dann aber zum Glück auch später dann zugefüttert, als er nicht mehr künstlich ernährt werden musste. Und ich kam dann halt nach Hause und war völlig erstmal schon von den Tagen im Krankenhaus, weil es halt total scheiße lief. Und dann zu Hause war ich auch sofort alleine, weil Manu wieder arbeiten musste. Und ich saß dann halt da, ne? Also ich habe halt Vince erst immer angelegt an beiden Seiten, dann habe ich gepumpt, dann habe ich ihm noch Fläschchen zugefüttert, weil es nicht gereicht hat. Und dann hatte ich vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde Pause und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Ich war auch total angenervt davon und es wurde halt auch nicht wirklich besser. Also wenn ich da gepumpt habe, also ich habe alle 2 Stunden tagsüber gepumpt und auch in der Nacht und habe in dieser ganzen Zeit eine Flasche Nahrung quasi für ihn zusammengekriegt, von der Menge her, wenn man über den ganzen Tag pumpt. Und es hat mich unglaublich demotiviert und ich habe dann auch alles Mögliche ausprobiert, alle möglichen Lebensmittel, die die Milchproduktion fördern sollen. Ich habe homöopathische Sachen ausprobiert, allen möglichen Kikifax und es wurde und wurde halt einfach nicht besser. Irgendwann war es dann so, dass er die Milch nur noch ausgespuckt hat und das war dann auch nur noch so wie trübes Wasser, könnte man sagen. Also es war auch keine gute Milch. Und ja, beim zweiten Kind habe ich mir jetzt gesagt, ich gehe das ganz, ganz, ganz entspannt an. Es wäre toll, mal wirklich eine entspannte Stillerfahrung machen zu können. Wenn es aber nicht ist, dann ist es nicht. Also ich habe mir da auch nichts vorgemacht. Wenn beim ersten Mal schon so Schwierigkeiten mit der Milch einfach sind, wird es beim zweiten Mal jetzt nicht so Bombe laufen. Und ich habe mir gesagt, ich mache mir nicht nochmal diesen Stress. Ich fange mit dem Pumpen wirklich nicht an, wenn, also ich hätte gepumpt, wenn Milch da gewesen wäre und zu viel beispielsweise. Einfach natürlich, um die Milch, die ich habe, dann auch verwerten zu können. Aber ich wollte nicht pumpen, um die Milchproduktion anzuregen, weil wenn man einmal damit anfängt, kann man eigentlich auch gar nicht mehr damit aufhören. Und ja, dann war es halt so, dass ich im Krankenhaus natürlich schon sie auch regelmäßig angelegt habe. Zum Glück habe ich aber auch was zum Zufüttern bekommen. Da war ich schon mal wesentlich entspannter.
Ich hatte dann nach 3 Tagen auch wirklich Milcheinschuss und da haben wir dann wieder angefangen. Wir haben sie vor dem Stillen gewogen und danach. Und da waren es 10 Gramm an beiden Seiten. Ist jetzt auch nicht so die Masse und es wurde auch nicht so viel mehr, aber es war immerhin ein bisschen Milch da und ich wollte mir keinen Stress machen. Und im Gegensatz zu Vince, also Vince hat ja ganz, ganz schlecht auch an der Brust gesaugt. Svea hat richtig, richtig gut gesaugt. Und dadurch konnte ich das auch mal so ein bisschen genießen, dieses Stillen an sich. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt ein Fläschchen gibt. Das ist was ganz Intimes, was ganz Schönes. Also wirklich, wirklich schön. Ich beneide wirklich, also nein, ich möchte mir Neid abgewöhnen. Ich freue mich für alle Frauen, die stillen können. Wirklich. Es ist natürlich sehr, sehr, es ist gesünder für das Kind. Es ist unproblematischer, wenn man unterwegs ist. Man hat ja immer alles dabei. Und es ist wirklich eine viel intensivere Beziehung zu dem Kind, die man dabei hat. Aber wir mussten halt zufüttern, weil es natürlich wieder nicht gereicht hat. Dann hatte ich das Problem, dadurch, dass Svea so extrem stark gesaugt hat, habe ich im Laufe des Tages, umso öfter ich sie angelegt habe, sehr, sehr starke Schmerzen an den Brustwarzen bekommen. So dass es dann wirklich, wenn ich sie das nächste Mal angelegt habe, wirklich die ersten Minuten so wehgetan hat, ich hätte schreien können. Gut, das habe ich noch ausgehalten. Als meine Brustwarze dann zum ersten Mal geblutet hat während des Stillens, da war dann schon so, Also erstmal habe ich das ja während des Stillens gar nicht gemerkt. Erst als ich sie weggenommen habe, habe ich gesehen, ihr ganzes Kinn war blutverschmiert, ihre Klamotten waren oben voller Blut und ich dachte so, wessen Blut ist das jetzt, ihrs oder meins? Und habe dann erstmal auch meine Hebamme kontaktiert und sie sagte, ja, das passiert auch gar nicht so selten. Ich habe dann auch später mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die hat mir auch erzählt, dass das bei ihrer Tochter so war. Aber man erschrickt natürlich erstmal und es ist irgendwie nicht natürlich, finde ich, dass die Brust blutet, wenn ich mein Kind anlege. Zu dem Blut kam dann später auch noch wie Eiter dazu, also dass meine Brustwarzen richtig geeitert haben. Und da war dann der Punkt für mich, wo ich sie nicht mehr angelegt habe. Also wenn da Eiter ins Spiel kommt, da bin ich ganz nee. Ja, und da habe ich dann halt erstmal gewartet, bis sich das, bis das wieder abklingt, die Entzündung quasi. Habe dann halt alles Mögliche gemacht, ne? Also Brustwarzensalbe, was man so kennt, Rotlicht. Schwarzen Tee gekocht und die Teebeutel auf die Brustwarzen gelegt, damit es halt. Aber in diesem Zeitraum, wo ich sie natürlich nicht angelegt habe, war dann halt mit der Milch auch nicht mehr viel, ne? Also, weil wenn das nicht regelmäßig angeregt wird, stockt natürlich die Milchproduktion. Deswegen sind wir dann auf die Fläschchen komplett umgestiegen. Ich musste ja sowieso zufüttern, die HA-Pre. Und ja, jetzt habe ich halt das Stillen komplett sein gelassen. Vielleicht wäre noch mehr Milch gekommen, wenn ich gepumpt hätte. Aber ich habe ja von vornherein gesagt, diesen Stress gebe ich mir nicht nochmal. Es war einfach, ich hatte auch zu Vince, das merke ich jetzt immer wieder im Vergleich, überhaupt nicht so die intensive Beziehung wie jetzt zu Svea am Anfang, weil ich gar nicht so die Zeit für ihn hatte. Ich war viel mehr mit mir selbst beschäftigt, mit dieser Milch und diesem Stillen und diesem Abpumpen und diesem Hin und Her, dass ich mir gar nicht so viel Zeit nehmen konnte für ihn wie jetzt für sie. Wir kuscheln viel, viel mehr. Wir haben viel, viel mehr Zeit miteinander. Das macht mich auch traurig, dass ich das für Vince gar nicht hatte, dass ich mir die Zeit nicht genommen habe, weil ich halt so mit mir selbst beschäftigt war und mit diesem Stress, den ich mir auch gedanklich und emotional mit dem Stillen gemacht habe, weil das einfach nicht funktioniert hat. Und diesmal habe ich gesagt, das mache ich einfach nicht. Das ist es mir nicht wert. Also wie gesagt, ich schätze auf jeden Fall die Vorteile, die Stillen so mit sich bringt. Hinzu kommt natürlich auch, wenn man stillt, das fördert natürlich auch die Rückbildung. Da wird man schneller, ja, auch wieder schlank. Also das habe ich bei meiner Freundin gesehen, die gestillt hat. Die sah super aus nach den 8 Wochen. Wirklich, richtig, richtig schlank. Aber es war einfach für mich eine persönliche Entscheidung, die ich auch allein getroffen habe, für mich völlig allein, dass ich es vorziehe, eine intensivere Beziehung zu meinem Kind aufzubauen, mehr Zeit mit meinem Kind verbringen zu können, stressfreier unseren Alltag erleben zu können, als im Gegensatz natürlich die Vorteile vom Stillen genießen zu können. Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft mit dem Stillen ist aber, dass man das Gefühl als Frau bekommt, man müsste sich dafür rechtfertigen, wenn man nicht stillt. Man wird, also es gibt so verschiedene. Einige sagen, man stellt sich einfach an, jeder hat Milch, jeder produziert Milch, man kann halt einiges dafür tun. Warum tust du denn nicht?
Ja, aber das muss man halt einfach jedem selber überlassen. Natürlich gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, um die Milchproduktion anzuregen. Und das habe ich alles bei Vince gemacht. Am Ende hat es mich aber unglücklich gemacht. Und deswegen muss man diese Entscheidung wirklich jedem selbst überlassen. Aber es ist so, stillende Mütter sind gute Mütter. Die tun ihrem Kind was Gutes und bla 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 tralala. Und wenn du nicht stillst, dann bist du eine Rabenmutter. Dann gibst du deinem Kind nichts Gesundes. Und das liegt einfach nur daran, weil du halt faul bist oder weiß der Geier, ja? Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Es wird auch so, manche setzen auch so voraus, dass man doch stillen kann, dass es doch, also dass jede Frau Milch produziert und dass das Stillen total einfach ist und ja, dass man sich halt nur anstellt, dass das einfach nur was Persönliches ist, dass man, keine Ahnung, faul ist oder das Stillen nicht zu schätzen weiß. Und das ist einfach nicht so. Ich habe mich mit so vielen Frauen unterhalten, die so Schwierigkeiten beim Stillen hatten. Eine Freundin, die am gleichen Tag mit mir entbunden hat, die stillt auch schon nicht mehr, weil da irgendwann einfach auch keine Milch mehr kam. Oder ich habe mich letztens mit einer Bekannten unterhalten, die Tochter ist, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr jünger als Vincent. Und die hat sich auch so einen Mega-Stress mit dem Abpumpen gemacht. Und die ist auch richtig in eine Depression dann gerutscht dadurch. Und das muss ich mir nicht geben. Und das muss auch jeder andere der Mutter selbst überlassen. Also es gibt ja auch diese Stillberatungen und Stillcafés, wo man natürlich noch hingehen kann. Ich persönlich würde da jetzt schon gar nicht hingehen, weil ich Angst hätte, verurteilt zu werden, weil ich nicht stille und weil ich nicht bereit bin, bei diesem Kind wieder diese ganzen Maßnahmen zu ergreifen, mit Abpumpen und dies einnehmen und das essen und das trinken und auf das verzichten und weiß ich nicht. Dass man da verurteilt wird als schlechte Mutter. Was ich aber nicht bin. Ich persönlich finde für mich, ich bin jetzt eine bessere Mutter, weil ich die Zeit mit meinem Kind viel intensiver nutze und genieße, als es bei Vince war, wo ich halt vielleicht in der Öffentlichkeit als bessere Mutter dagestanden hätte, weil ich halt alles für das Stillen gegeben habe. Aber hier zu Hause in unseren vier Wänden war ich eine schlechtere Mutter als jetzt, weil ich mich nicht so intensiv mit meinem Kind beschäftigen konnte. Und das ist auch etwas, was mich emotional doch sehr aufwühlt. Ich kann euch jetzt nicht mal unbedingt sagen, was besser ist. Ob es besser ist, emotional aufgewühlt zu sein, weil man weniger Zeit für sein Kind hat und total gestresst ist vom Stillen und Abpumpen, oder mehr Zeit für sein Kind zu haben, aber total gestresst zu werden von der allgemeinen Meinung über das Stillen. Also, dass man halt so ein bisschen abgestempelt wird, weil man halt nicht stillt, weil man zu zeitig aufgegeben hat oder weiß ich, was die Leute darin sehen. Ich bin da völlig gechillt. Entweder du stillst oder du stillst nicht. Es ist mir völlig egal, was du persönlich machst. Hauptsache, du bist glücklich damit. Und Vince ist groß geworden dann mit seiner Flaschennahrung. Der ist nicht besonders anfällig oder übermäßig anfällig für Kinderkrankheiten. Der hat noch keine Allergie entwickelt, weil man ja sagt, die Muttermilch ist besser, um Allergien vorzubeugen. Und ja, ich bin froh, dass die Leute in meiner näheren Umgebung, also Manu und unsere Familie und uns auch unsere engsten Freunde, mich da absolut unterstützen. Und ja, sie sagen auch, Vince ist ein Flaschenkind, der ist so groß geworden und der ist gesund. Und dann wird es auch beim zweiten Mal so werden. Ich kann auch sagen, ich bin ein Flaschenkind. Meine Mama hatte auch so extrem Probleme, dass sie sehr, sehr wenig Milch hatte. Ich glaube, bei mir hatte sie sogar gar keine Milch. Ich weiß gar nicht genau. Und auch meine Oma hatte diese Schwierigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es was Genetisches ist oder nicht. Keine Ahnung, das untersucht ja auch niemand. Aber es ist einfach was, ja, dadurch werde ich halt von meiner Familie unterstützt, weil sie wissen, wie das ist, wenn man halt nicht stillt, nicht stillen kann. Ich weiß, bei meiner Mama war das so, dass sie nicht wusste, warum ich immer so viel geschrien habe. Und dann erst bei meiner Schwester 4 Jahre später wurde dann halt quasi festgestellt, dass sie da eigentlich mit Milch gar nicht viel los ist. Und da hat sie dann rückblickend, ja, konnte sie sich das dann natürlich erklären. Ich war einfach nie satt. Genau, so ist es also mit dem Stillen. Ihr habt mich halt ganz oft gefragt, ob ich stille, ob es mit dem Stillen klappt. Nein, ich stille nicht mehr. Also Svea hat Muttermilch bekommen, ihre ersten 2 Lebenswochen und halt, wie gesagt, auch nicht viel, aber es war halt immer so ein bisschen und ich habe das auch genossen, diese Stillerfahrung, auch wenn es nicht lang war, aber das mal einfach gemacht zu haben, die Gefühle zu spüren, die man dabei spürt zu dem Kind. Aber ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich das dann
so nicht mehr möchte. Also ich mochte die Schmerzen nicht, ich mochte die blutenden Brustwarzen nicht, die eiternden Brustwarzen nicht. Und ja, es war halt auch wenig Milch und ihr legt halt eine halbe Stunde euer Kind an, um dann halt doch nochmal eine halbe Stunde ein Fläschchen geben zu müssen, weil es halt doch nicht reicht und es macht auch irgendwo unzufrieden. Man fühlt sich auch ein bisschen unzulänglich, wenn man dann andererseits von Frauen hört, die abpumpen müssen, weil sie so viel Milch haben. Genau, ich bin jetzt sehr auf die Kommentare gespannt. Es kann natürlich jetzt auch sehr, sehr viel Negatives kommen, worauf ich vorbereitet bin. Ich wünsche mir aber eigentlich, dass ihr offen dafür seid, dass ihr meine Meinung akzeptiert. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir von euren Stillerfahrungen berichtet. Vielleicht ergibt sich da auch ein schöner Austausch mit Frauen, denen das vielleicht ähnlich ging wie mir. Es kann natürlich sein, dass jetzt auch einige kommentieren, die das total verurteilen, was ich mache, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht zu stillen. Wie gesagt, darauf bin ich vorbereitet. Das passiert halt oder das kann passieren, wenn man so in der Öffentlichkeit sagt, wie man dazu steht, wie man das macht. Ich sehe auch nicht ein, das zu beschönigen, euch hier zu erzählen, ich würde stillen und es würde alles super laufen, wenn es doch nicht so ist. Und ich bin ja, also das wisst ihr, auf meinem Kanal herrscht Ehrlichkeit. Ich erzähle hier auch nicht halbe Wahrheiten, sondern so, wie es ist. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und eigentlich ist es mir auch wichtig, dass ihr das akzeptiert, aber das kann ich natürlich nicht von jedem von euch verlangen. Deswegen freue ich mich auf eure Kommentare und bin gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat alle eure Fragen auch zu dem Stillen jetzt beantwortet. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne nochmal unten in den Kommentaren schreiben. Dann beantworte ich das natürlich noch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!